Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch da eingeschaltet habt zu einem neuen Video, zu einem neuen Häkelvideo. Ich bin Katrin und ich zeige euch heute, wie ihr einen Pullover aus Einzelteilen ganz einfach häkeln könnt. Wir häkeln das Vorder- und das Rückenteil einzeln, verbinden die beiden Sachen, häkeln in Spiralrunden die Arme und machen die Bündchen am Hals, am unteren Ende vom Pullover und an den Ärmchen. Für meinen Pullover an sich habe ich mich für eine Farbe, eine Unifarbe aus meinem Shop entschieden. Das hier ist Lavendel, ein Vierfachgarn und ja, dafür habe ich mich entschieden. Das sieht im Knäuel, sieht das jetzt erstmal so aus. Ich habe jetzt erstmal mit 1000 Metern gerechnet für Vorderseite, Rückenseite, Arme, beide Arme. Ne? Das hier waren jetzt nur 400 Meter, die anderen, die wickle ich mir noch dazu. Ich habe einen Crop Top, ein bisschen länger als ein Crop Top vor. Ja, kommt ja noch ein Bündchen dran, also wird es auch noch mal wieder ein bisschen länger. Für die ganzen Bündchen habe ich mich auch für einen Uniton entschieden, nämlich für die Brombeere. Damit mache ich nachher die ganzen Bündchen. Für die Bündchen braucht man nicht ganz so viel Garn. Das hier sind auch wieder 300 Meter, 400 Meter, Entschuldigung. Und normalerweise brauche ich nicht so viel dafür. Ein Vierfachgarn, wenn ihr das verwendet, verhäkelt man am allerbesten mit einer Nadel zwischen 3 bis 4 mm. Je nachdem, wie fest und wie locker ihr häkelt, kann das aber auch gerne mal sein, dass es ein bisschen höher ist, die Nadelstärke. Ja, oder wenn ihr noch lockerer als ich häkelt, aber das glaube ich kaum, das glaube ich fast kaum, weil ich schon ziemlich locker häkle. Für Kleidungsstücke ist es immer günstig, locker zu häkeln. Wenn euch das schwer fällt, nehmt bitte eine höhere Nadelstärke. Ansonsten gerne immer drauf schauen, was der Hersteller angibt. Die meisten geben es an. Die meisten Bobbelhersteller geben es jetzt nicht an, weil es eigentlich vierfach immer so in der Regel zwischen 3 bis 4 mm so Standard ist. Ne? Wenn ihr einen Dreifachbobbel nehmt, ist es von 2 bis 3 mm, geht aber auch mal eine 3,5. So, Pullover aus Einzelteilen besteht also quasi dadurch aus einem Quadrat, kann aber auch, wenn ihr das möchtet, ein Rechteck sein, entweder so oder so hier. Je nachdem, wie ihr das macht, wir häkeln das nämlich so, wie jeder das möchte. Ne? Und dann wird hier von unten nach oben gehäkelt, in Hin- und Rückreihen. Also wir fangen hier an, wenden und gehen wieder zurück, wenden und gehen wieder zurück. Und dann häkeln wir so lange hoch, bis das für euch okay ist. Wie gesagt, hier kommen dann noch Bündchen dran. Das muss man sich dann auch noch mal ein bisschen mit reinrechnen hinterher, wie lang man das Bündchen macht. Aber das entscheidet man auch von Runde zu Runde. Also kein Problem. Wie gesagt, wenn wir uns denn für ein Quadrat entschieden haben oder Rechteck, brauchen wir das Ganze zweimal und sie sind beide gleich. Ne? Wir häkeln dann hier oben einmal zusammen die Schultern. Und hier häkeln wir das Ganze zusammen. Das hier bleibt offen. Und das hier bleibt offen. Das hier bleibt offen. Das hier sind die Arme. Da kommen die Arme dran. Arme. Arme. Und das hier ist der Hals. Und mehr ist es nicht. Und hier unten, ja, wie gesagt, kommt der Körper raus. Ne? Also mehr ist es nicht. Wir machen
zweimal dieses Quadrat und die Arme werden in Spiralrunden gehäkelt. Ihr habt gesehen, ich habe ein kleines Muster. Ich habe mich für ein Random-Loch-Muster entschieden. Ich habe mich aber für ein Blümchenmuster entschieden. Das sieht dann so hier aus als Zielmuster. Und bei mir ist es so, damit der Pullover nicht so löchrig wird, ist das Kreuz jeweils Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen und dieses offene Kästchen ist Stäbchen, Stäbchen, Stäbchen. Ja, also. So ist mein Zielmuster. Dann seht ihr das nochmal, was jetzt offen ist und was falsch ist. Also Luftmaschen müsst ihr kennen. Luftmaschen sind immer Punkte. Und ihr müsst Stäbchen können. Später müsst ihr auch vordere und hintere Reliefstäbchen können. Aber das ist erst für die Bündchen wichtig. Was schreibe ich denn hier? Stäbchen, ne? Keine Ahnung. Frag nicht, weiß ich nicht. Soll Stäbchen heißen. was müsst ihr noch wissen? Wie breit euer Pullover werden soll. Also diese Strecke hier. Ne? Das hier. Die Zentimeterangabe braucht ihr. Und diese Zentimeterangabe bekommt ihr, indem ihr euch entweder selber eine Luftmaschenkette von eurem Körper, ihr habt hier euren Körper, okay, ein unförmiger Körper, passiert, und wenn ihr die Luftmaschenkette anlegt, dann macht ihr das hier von links nach rechts oder umgekehrt, das spielt jetzt keine Rolle, und legt euch so viele Luftmaschen an, wie ihr für euren Körper braucht. Ihr könnt euch aber auch schon einen fertigen Pulli holen, euren Lieblingspulli. Und dann macht ihr hier von der Seitennaht die Luftmaschenkette. Von einer Seitennaht zur nächsten. Wichtig ist, Luftmaschen immer sehr locker anschlagen. Sie müssen genauso groß sein wie die Stäbchen hinterher. Jawohl. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu wissen. So, dann können wir starten mit unserer Luftmaschenkette. Ihr schlagt eure erste Luftmasche an, so wie ihr das immer macht. Ich mache das immer hier aus einer Brezel heraus, aber ihr könnt das so machen, wie das für euch am günstigsten ist. Die Nadel wird ganz benutzt, damit schöne große Luftmaschen entstehen. Und die Nadel wird so benutzt, dass da noch eine Luft, also so noch eine Nadel mit reinpasst, ne? Dann habe ich ja hier quasi meinen Pullover schon zu liegen, wie lang er werden soll. Bei der zweiten Hälfte ist das ja egal. Ihr könnt gerne auch zählen, wenn ihr die zweite anfangt, aber müsst ihr nicht. Das ist völlig egal, weil das Muster wird auch völlig random gehäkelt. Also wenn ich gerade Lust habe auf ein Blümchen, häkle ich ein Blümchen. Ich hatte am Anfang das Problem, dass ich manchmal dann so Blümchen ziemlich nah hatte und irgendwann habe ich mich dann entschieden, immer ein Blümchen hier, dann wieder hier, also höchstens bei jeder Reihe ein Blümchen zu beginnen, ja, und dann immer so ein bisschen abwechselnd Blümchen rein. So, also, wenn ihr denn eure Luftmaschenkette wisst, wie lang sie werden soll, dann schlagt ihr einfach Luftmaschen an. So, da ist meine Luftmaschen. Kette, die könnt ja noch ein bisschen, noch ein kleines Stück. Wie gesagt, wenn es euch hilft, zählt das, was ihr vorher gemacht habt, aus und dann
Funktioniert das besser? So, jetzt. Okay, und jetzt noch drei Maschen extra. Also ihr habt hier die auf der Nadel eine Masche liegen und dazu nochmal drei extra. Eins, zwei, drei. Und dann zähle ich ab. Eine Masche, zwei, drei, vier. Und in die fünfte Masche häkle ich Stäbchen. Und so machen wir das jetzt bei jeder Masche. Wir häkeln Stäbchen. Das hier ist unser erstes Stäbchen, die Luftmaschenkette. Das ist unser Ersatzstäbchen. Und die zählt immer mit. Ne? Den nicht vergessen. Der zählt immer mit. So, und jetzt mache ich in jede Masche ein Stäbchen. Man könnte jetzt auch schon mit den Muster beginnen, aber das würde ich am Anfang nicht empfehlen. Macht mal bitte erstmal eine Reihe nur Stäbchen. Okay, zeige ich euch nochmal die letzte Masche. Die letzte Masche ist immer, wenn hier diese Masche quer steht. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen erahnen. Da. Also muss ich hier noch mal rein und ein Stäbchen machen. So, dann mache ich drei Luftmaschen. Das ist schon mein erstes Stäbchen, das gehört zu dieser Masche. Wir wenden. Und da das jetzt das erste Stäbchen ist und zu dieser Masche gehört, hier können wir leider keins rein. Wir häkeln in die nächste Masche ein Stäbchen. Und ich würde euch vom Rand her immer empfehlen, lasst mal immer so drei Stäbchen mindestens frei, bevor ihr mit dem Muster immer anfangt. Ne? Weil ihr braucht hier mindestens ein Stäbchen, eine Stäbchenreihe zum Zusammenhäkeln von beiden Seiten. Und deswegen immer mal drei gut freilassen, damit ihr nachher ordentlich zusammennähen könnt. So, und dann könnte man jetzt hier das erste Muster setzen. Das beginnt hier mit der Luftmasche. Eine Masche überspringen, ein Stäbchen. Das wäre jetzt das erste Teil für das erste Gänseblümchen. Also hier dieses Gänseblümchen. Ich nenne es Gänseblümchen. Es können aber auch Kreuze sein. Ihr könnt es sehen, wie ihr es möchtet. Ist mir eigentlich egal. In meiner Fantasie sind es Gänseblümchen. Ne? Okay. Und wenn wir das haben, das war es eigentlich schon. Jetzt wird in der Regel nur noch Stäbchen in jede Masche gehäkelt. Oder eben, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt wieder das Muster setzen, dann setzt ihr das Muster, aber immer mal aufpassen. Es kann halt ziemlich schnell viel werden, ne? Also immer mit Bedacht setzen. Wenn ihr das nicht so löchrig haben wollt, dann macht lieber ein paar weniger Blümchen als zu viele. Und die können ruhig unterschiedlich sein, am vorderen und am hinteren Teil. Also die Teile müssen nicht gleich sein, um Gottes Willen. Sieht hinterher nachher eh keiner, weil ihr den ja eh anhabt und wer guckt denn da? Das sieht keiner. Und außerdem wollen wir es schön durcheinander haben. Also ich möchte es schön durcheinander haben. Darum einmal immer dahin setzen, nach Gefühl, wo man denkt, hier möchte ich jetzt ein Blümchen machen und schön ist. Dann würde ich immer empfehlen, vielleicht pro Reihe, also hier, das hier ist jetzt die Hin- oder Rückreihe, könnt ihr auch sehen, wie ihr das möchtet gerne. Und da würde ich höchstens zwei immer setzen. Man kann auch drei hier setzen, aber wie gesagt, das kann durchaus ziemlich luftig denn werden. Und wenn ihr das nicht mögt, dann macht das lieber nicht. Ich wollte nochmal zum Video was sagen. Wenn dieses Video euch irgendwie zu schnell ist oder ich euch zu weit weg bin, wie auch immer, ihr könnt das bei YouTube einstellen, indem ihr oben auf die drei Pünktchen klickt. Da kann man die Videogeschwindigkeit anstellen und zum Beispiel mich auch schneller machen oder eben auch langsamer. Ne? Also nutzt diese Funktion ruhig, dass YouTube uns das anbietet. Ansonsten könnt ihr gerne ranzoomen, wie das jetzt am PC genau funktioniert. Ich glaube, mit der Maus anklicken und mit dem Rädchen rein
zoomen. So ungefähr geht das, glaube ich. Ansonsten am Smartphone, am Tablet, zwei Finger drauf auf dem Bildschirm und ranzoomen. Ja. So wie ihr fröhlich seid. Nur mal so als Tipp, gilt auch bei anderen Videos, das ist nicht nur bei mir so, das ist nur so ein kleiner YouTube-Tipp. So, ich werde jetzt noch die Reihe einmal beenden und dann sehen wir uns gleich hier am Ende noch einmal wieder. So, jetzt komme ich hier hinten einmal an und da kommt ihr hier diese letzte sichtbare Masche. Das ist die letzte sichtbare Masche. Da machen wir ein Stäbchen rein. Und das hier hinten ist auch ein Stäbchen. Da gehen wir hier einfach in den Zwischenraum und häkeln ein Stäbchen. Nicht vergessen, wenn ihr das hier vergesst, nehmt ihr immer ab. Und dann wird euer Pulli irgendwann immer schräger und das wollen wir nicht. Das gleiche gilt für, wartet, jetzt drei Luftmaschen. Ihr habt mitbekommen, das ist das Ersatzstäbchen für diese Masche. Wenn wir jetzt wenden, häkeln wir nicht in diese Masche hinein, da das sonst zur Zunahme führt. Also dann geht es nach außen. Ja, also entweder lasst ihr immer aus Versehen das Stäbchen hier unten weg, dann geht es nach innen. Oder ihr nehmt aus Versehen hier immer zu, dann geht es nach außen. Alle diese Fehler müssen vermieden werden. Das kann man machen, indem man entweder zählt, seine Maschen immer zählt oder eben sich verinnerlicht, dass das hier ist. Ne? Also wenn du die drei Luftmaschen gemacht hast, ist das schon die erste Masche. Wenn du zurückkommst, ist das die letzte Masche, wo du reinhäkeln musst. Wenn man sich das verinnerlicht hat, dann muss man auch nicht zählen. Ja? Sind so immer, falls sich der ein oder andere wundert, warum ich das immer so genau versuche zu erklären, das sind so die häufig gestellten Fragen, die es gibt. Und ja, die versuche ich dann gerne nochmal zwischendurch, wenn ich die Möglichkeit habe, zu bearbeiten. So, ihr habt gesehen, ich habe schon wieder hier ein Loch reingearbeitet. An dieser Stelle wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei den zwei Oberteilen, also bei den Vorder- und Rückenteil zum Häkeln. Wir sehen uns nachher zum Zusammenhäkeln wieder. So, ihr Lieben, ihr seht, ich habe meine beiden Teile fertig. Das sind zwei, naja, Rechtecke, weiß ich nicht, ob man das so nennen kann. Und jetzt habe ich meine Maschenmarkierer da hinten noch stehen lassen. Kann man sich das markieren, was man gerne zugehäkelt haben möchte, um es mal anzuprobieren, ob einem das gefällt. Und dann machen wir erstmal diese beiden Ecken aneinander. Und jetzt brauche ich erstmal Maschenmarkierer. Achtung. Und wie viele brauchen wir? Ein für hier unten an den Armen. Ich weiß nicht, ich zähle jetzt einmal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Reihen habe ich gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 wird mir zu wenig. 1, 2, 3, 4. Ja, ich versuche es mal mit der Hälfte. Ob mir das gefällt, kann ich jetzt nicht so sagen. So. Das gleiche machen wir aber hier hinten auch noch. Erstmal muss ich hier das hier mal hoch machen, sonst verliere ich das wieder. Das gleiche hier hinten auch. Das hier erstmal zusammen.
So. Dann 14 abzählen, so wie ich das da auch gemacht habe. Immer mal darauf achten, dass die dann auch wirklich von beiden Seiten 14 hast, also von da und von da. Ja. Damit das dann auch gleich ist. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hier kommt auch wieder ein Maschenmarkierer rein. So. Okay. Und jetzt hier oben würde ich erstmal einmal die Mitte, wie gesagt, das könnt ihr jetzt besoffen auch einmal durchziehen. Ich markiere mir die Mitte aber immer so hier. In der Hoffnung, dass es die Mitte wird. Wie gesagt, man kann sich auch durchzählen. So. Achtung, nochmal alles übereinander, alle vier Ecken. Leute, macht es einfach mit Zählen. So wie ich das manchmal mache, ist das echt nicht in Ordnung. Ja, also zählt euch die Maschen ab, sucht euch dann die Mitte und dann ist das ein bisschen ordentlicher. So, ich zähle jetzt von dem Maschenmarkierer, wenn ich die Mitte habe, 10 nach da und 10 erstmal nach da ab. Das wird noch nicht passen, aber wir probieren es erstmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das wird das. Ihr könnt es auch mit Messen probieren, wie auch immer euch das am besten gelingt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, wie rum? Ach nein, kann ich noch mal zählen. Wartet, wir zählen noch mal. Wie war das jetzt? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, der mittlere kann wieder weg. Und hier muss euer Kopf durch. Wenn hier nicht euer Kopf durchpasst, dann ist es zu wenig. Da wird mein Kopf nicht durchpassen. Das heißt, ich versetze die jetzt hier nochmal um mindestens 3. 1, 2, 3. Nach da. Und den da natürlich auch, damit es gleich bleibt. 1, 2, 3. Und jetzt hat man das hier für den Kopfausschnitt und ich denke, das ist okay. Also habe ich jetzt vom Mittelpunkt 13 Maschen abgezählt und genau, das hier wird zugenäht, das hier wird zugenäht, das in der Mitte bleibt logischerweise offen, das hier, wenn da eure Arme durchgehen, bleibt offen und das hier wird zugenäht. Und das gleiche auf der anderen Seite natürlich auch. Das hier bleibt offen. Und das hier wird zugenäht. Und die komplette untere Seite ohne Maschenmarkierer, also die ohne Maschenmarkierer ist, bleibt offen. So. Jetzt habe ich euch gezeigt, wer alles zugenäht wird und zunähen tun wir das ganz einfach mit festen Maschen. Häkeln wir hier einmal entlang. Ich nehme mir dafür den ersten Maschenmarkierer wieder raus. Kann gleich wieder in seine Schale. Ich habe hier noch meinen Maschenanfang vom
runden Ende, also vom Reihenende. Und da gehe ich dann gleich in die ersten beiden Maschen rein und mache feste Maschen. Ihr seht, ich nehme auch gleich wieder den anderen Faden einmal mit, der da noch hing, und webe das ein. Dann muss ich jetzt bloß den Schnippel abschneiden. Ja. Falls sich der ein oder andere fragt, warum ich jetzt das Ganze nicht mit Vorderseite oder Rückseite irgendwas beachtet habe, das ist eigentlich hier egal. Wir haben in Hin- und Rückreihen gearbeitet. Die Teile sehen eh gleich aus, egal von wo man guckt. Wichtig ist vielleicht, dass die Anfangslinie und die Anfangslinie von beiden oben oder unten ist, also dass das vielleicht gleich ist, damit das ordentlich ist. Und ansonsten ist das eigentlich egal. So, ich mache das einmal bis zum nächsten Maschenmarkierer, da sehen wir uns dann gleich wieder. Wie gesagt, Masche für Masche einmal eine feste Masche häkeln. Bis gleich. So, jetzt komme ich hier an. Genau. Dann mache ich den Maschenmarkierer erstmal ab. Und mache noch mal da, wo der Maschenmarkierer war, auch noch mal eine feste Masche. Und jetzt häkle ich hier hinten nur lang, also lasse das vordere runterfallen und häkle einmal feste Maschen bis zum nächsten Markierer, nur in der hinteren Reihe. Die vordere lasse ich jetzt mal in Ruhe, nur in der hinteren Reihe. Okay, hintere Reihe, nur entlang gehäkelt. Kommen wir jetzt hier hinten wieder bei dem Maschenmarkierer an. Ihr seht, das nächste wird zusammen gehäkelt. Wichtig ist, jetzt bei der vorderen Reihe nicht den Markierer verlieren, weil dann wisst ihr nicht, welche Masche, und ihr müsst nochmal neu zählen. Ne? Das da war meine Masche. Gleich rein mit der Nadel. Und hier unten ist es ja logisch festgehäkelt, ne? Beide. So, und jetzt werden wieder beide Seiten behäkelt, damit wir das ja zusammenkriegen. Ja? Und das machen wir dann auch wieder bis rüber zu den anderen Maschenmarkierer. Genauso wie wir das eben gemacht haben. So, einmal oben angekommen, schneide ich den Faden ab. Ich hoffe, ihr habt zwischendurch mal anprobiert, ob ihr mit dem Kopf durchkommt. Aber das sollte kein Problem ergeben bei mir. So, jetzt fangen wir hier unten einmal an. Unten, von unten bis zum Maschenmarkierer zusammen zu häkeln. Ich würde es immer von unten machen, nicht vom Maschenmarkierer, damit ihr sicher geht, dass ihr das auch gleich auf beiden Seiten habt und nicht, dass da irgendein Fehler passiert, ne? Der nicht passieren dürfte. So. Ihr seht, ich habe jetzt das Ende einfach mit dem neuen Faden zusammen verknotet. Ja, das mache ich öfters mal. Dann erspare ich mir auch das Vernähen, weil ich muss jetzt bloß den Zipfel abschneiden und gut ist. So, also beide Enden auch mit festen Maschen zusammenhäkeln, indem wir diese seitlichen Stäbchen bearbeiten. Und in diesen seitlichen Stäbchen gehören immer zwei feste Maschen, also eins
zwei. Eins. Und zwei. Immer aufpassen, dass man beide seitlichen Stäbchen erwischt, von dem Vorderteil und dem Hinterteil. Die kompletten Stäbchen erwischt, nicht nur ein Teil. Da. Und immer zwei. Da rein. Klamottenmäßig immer locker häkeln. Nicht zu fest häkeln. Wenn euch das schwer fällt, dann setzt hin und wieder mal noch eine dritte Masche mit rein, damit sich das nicht verzieht, sondern damit das gerade ist. Oder ihr nehmt generell eine größere Nadelstärke, damit ihr damit keine Probleme habt. Ja, also nicht, dass sich das hochzieht, das wollen wir nicht. Es soll schon schön locker gerade runterhängen. Und wie gesagt, das machen wir jetzt bis zum anderen Seite, bis zur anderen Seite. Also quasi bis zum Maschenmarkierer. Die andere Seite wird nachher genauso gehäkelt. Ich sage das jetzt schon mal, weil die werde ich nicht zeigen. Ich werde euch jetzt nur die eine Seite. Es wird haargenau so gearbeitet wie auf dieser Seite. Es macht dann keinen Sinn, dass ich euch das dann nochmal zeige. Weil wir jetzt gleich, wenn wir am Markierer angekommen sind, gleich mit den Ärmeln starten. Das wäre, dann versteht ihr auch, warum ich es da nicht zeige. Na? So, wir kommen jetzt hier an, gleich, wie gesagt, mogelt euch da, wenn ihr merkt, das zieht sich zusammen, das hier ist jetzt schon, nee, das ist eine vor der Stelle, genau, wenn ihr merkt, das zieht sich zusammen, mogelt da noch ein paar Luftmaschen dazwischen, damit das locker ist und gerade bleibt, ne? Ansonsten ist wie immer die Regel, zwei pro seitlichen Stäbchen. Seitliche Stäbchen seht ihr ja, wie die aussehen. So, jetzt kommt hier mein Maschenmarkierer. Den nehme ich mal einmal raus. Ups, und stecke den wieder in sein Glas. Und jetzt kremple ich das einmal um. Wichtig ist nachher wieder darauf zu achten, dass ihr mit der linken Seite beginnt zu häkeln und umkrempeln. Möglichst so umkrempeln, dass ihr nicht die ganze Wolle immer durch den Ärmel geben müsst, aber ich habe manchmal Probleme mit den räumlichen Denken und deswegen geht das manchmal nicht in meinen Kopf. Weil der Ärmel muss natürlich von der richtigen Seite dran gehäkelt werden und so sieht das jetzt erstmal aus. Von der anderen Seite, das haben wir ja vorhin festgehäkelt. Ja. Den Faden können wir abschneiden, der war hier bloß. Den haben wir schon eingewebt, der kann weg. So, wo ist mein Faden? Hier. Und jetzt häkeln wir in Spiralrunden einfach nur Stäbchen. Wenn ihr wollt, könnt ihr optional, also ich habe noch eine Luftmasche gemacht, eine habe ich auf den Nadeln, könnt ihr auch das Muster wieder einarbeiten. Aber ich wollte es jetzt bei der ersten Reihe noch nicht beginnen, aber später könnt ihr da gerne optional nochmal die Blümchen reinarbeiten. Das werde ich aber nicht tun. Ich möchte die Arme gerne dreiviertel lang oder lang, keine Ahnung, nur in Stäbchen gehäkelt haben. So, wir haben wieder die seitlichen Stäbchen. Und hier machen wir dasselbe Spiel wie eben mit den festen Maschen. Wir arbeiten jetzt in jedem seitlichen Stäbchen zwei Stäbchen. Also einfach da so einstechen und ringsherum häkeln. Okay, ich mache das einmal bis ringsherum und dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite einmal wieder. Wie gesagt, nur die seitlichen Stäbchen bearbeiten. Hier oben gilt dasselbe. Da ist ein seitliches Stäbchen, was bearbeitet wird. Und da ist ein seitliches Stäbchen. Das hier in der Mitte, das Knoblige, das lassen wir aus.
So, und dann kommt mein letztes seitliches Stäbchen. Und dann bin ich einmal ringsherum gegangen. Ja, hier seht ihr das nochmal mit den Knuddel. Hier ist bloß was verzogen, das ist alles gut. Ja, ich fange jetzt an mit der Spiralrunde, indem ich einfach bloß hier dazwischen häkle einmal. Ups. Und jetzt weiter in jede Masche. Und jetzt seht ihr ja, ihr habt hier so eine Maschenlinie, die geht die ganze Zeit entlang. Ihr habt dadurch nicht das Problem, dass irgendwie irgendwas schräg wird. Ihr müsst nichts umdrehen, ihr müsst gar nichts beachten. Ihr müsst euch vielleicht die Stelle merken, wo euer Rundenanfang ist. Das wäre vielleicht ganz günstig. Ist immer bei mir unterm Arm. Ja, weil da können ruhig mal so Sachen entstehen, die man nicht unbedingt jedem zeigen möchte, weil wer hebt schon seinen Arm die ganze Zeit und sagt, guckt mal. Ja, also unterm Arm ist bei mir immer die Regel, da beginne ich meistens mit meinen Ärmelspiralrunden. Und wie gesagt, ihr könnt jetzt gerne auch wieder das Muster immer mit einbauen, wenn ihr das wollt. Das ist optional, das bleibt euch überlassen. Ich möchte das Muster nicht in den Armen haben und deswegen häkle ich jetzt, ohne abzunehmen, erstmal meine Ärmel bis zu einer gewissen Länge. Und kurz vor dem Bündchen, was ich euch dann zeige, wo wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn wir das Bündchen gemacht haben, werden Abnahmen reingearbeitet. Erst kurz vor dem Bündchen. Ansonsten wird jetzt fröhlich in Runden euer Ärmel gehäkelt. Genau. Andere Seite zeige ich euch nicht. Die wird genauso gehäkelt. Wir fangen von hier unten an. Auf der linken Seite häkeln feste Maschen zusammen. Wenden das Ganze und häkeln dann in einer Tour am Ärmel weiter. So entsteht kein Anfangs- und Endfaden. Und alles ist schicki. Und hier unten diesen Fussel, den ziehe ich nochmal fest. Und dann kann ich den einfach abschneiden. Und da eh noch ein Bündchen drüber kommt, sieht das nachher eh keiner. Also da kommt ja noch ein Bündchen drüber. Ja, wir sehen uns zum Ärmelende nachher wieder. Und dann machen wir unsere Bündchen noch schicki. Also bis dahin ganz viel Spaß. So, da bin ich wieder mit meinem Pulli und meinem Ärmel. Wir häkeln jetzt zwei Abnahmerunden. Und ich habe einen Arm schon fertig und da zeige ich euch, wie das aussieht mit den Abnahmerunden, wie man das erkennt. Ihr könnt euch wieder den Rundenanfang mit einem Maschenmarkierer markieren. Ich habe wieder nicht daran gedacht, mir Maschenmarkierer mit hinzulegen, aber ich richte mich da nach einem Maschenmarkierer. Wartet, ich habe einen. Mit dem ich nicht rankomme. So. Damit ihr das seht, hier bei diesen beiden ist mein Rundenanfang. Das habe ich mir markiert. Es sind Spiralrunden, das muss nicht zu 100% so sein, wie es ist. So, hier ist der fertige Ärmel. Und ich habe hier Abnahmen gearbeitet. Entschuldigung, wenn ich Zunahmen gesagt habe. Abnahmen gearbeitet, und zwar ist hier eine. Da sind zwei Maschen zusammengehäkelt und dann kommen zwei normale Stäbchen, also hier, ne, da oben natürlich auch. Alles, was das lilane ist, habe ich jetzt noch zwei Reihen Abnahmen gemacht. Also hier ist das zusammengehäkelte, zwei normale Stäbchen zusammengehäkelt und das Ganze dann nochmal wiederholt. Ne? Das kann man noch öfters wiederholen, aber mehr als zweimal würde ich es nicht wiederholen, weil das Bündchen so schon sehr eng ist. Vielleicht macht ihr es auch bloß einmal als Abnahmerunde und beginnt dann mit dem Bündchen, was ich in diesem grünen Ton gemacht habe. Ich zeige euch erstmal, wie das funktioniert. Also, ich fange hier meine Runde an mit den Faden auf der Nadel. Hole mir einen Faden und hole mir noch einen Faden und dann mache ich drei
Fädchen von meiner Nadel ab. Und die letzten beiden auch. So sieht das aus, was ich gemacht habe, was ich euch eben gezeigt habe. Zwei Stäbchen. Und zwei Maschen zusammen. Zwei Stäbchen. Und zwei Maschen zusammen. Stäbchen. Noch ein Stäbchen. Wieder zusammenmaschen. Okay, das Ganze wiederhole ich, wie gesagt, jetzt die zwei Runden und dann sehen wir uns im Bündchen gleich wieder. So, wenn wir die zwei Runden oder die eine, wie auch immer ihr das gerne hättet, gemacht haben, schneiden wir immer den Faden ab und packen den Rest jetzt einmal weg. So, jetzt kommt mein zweite Farbe zum Einsatz. Ja, es ist sehr grün, aber ich habe mir gedacht, das ist mein Lavendelblümchenpullover. Also ich nenne ihn Blümchenpulli, weil er ja ein Blümchenmuster drauf ist. Und jetzt durch das Lavendel und durch das Grün das Blümchenthema weiter festgehalten wird. Das finde ich sehr schön und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Das ist leicht meliert. Ihr kennt es bestimmt ein bisschen. Und ja, aus der Mitte heraus, das melierte Garn ist auch extra verfügbar. Ich hatte jetzt ein Set für den Pullover zusammengestellt. Für Lavendel Uni habe ich erstmal 1000 Meter gewählt. Da könnt ihr euch je nach Größe auch immer noch mal was nachordern. Ich habe jetzt ca. 800 Meter für meine Größe gebraucht. Ja, und ihn habe ich jetzt auch mit 300 Metern für die ganzen Bündchen eingeplant, damit man eventuell ein längeres Bündchen hier machen kann an den Ärmeln oder eben am Körper, ne? Am Hals gehört ja dann auch noch einer hin und damit man das schön machen kann, habe ich gedacht, machen wir das so. So, alles beides ist aber nachorderbar bzw. selber bestellbar, so in der Form, wie man es am besten für sich braucht. Gut, jetzt fangen wir mit dem Bündchenmuster an und dafür machen wir ganz einfach eine vordere und eine hintere. Und ihr seht, ich lasse das jetzt hier einfach so auslaufen. Und häkle einfach in meinem Muster weiter. Das war nicht in meinem Muster. Wir müssen ja abwechselnd eine vordere, eine hintere häkeln.
So schaut das Ganze einmal aus. Und das machen wir jetzt so lang, wie wir das möchten. Wie gesagt, ich hatte ja schon einen Arm fertig gemacht. Den zeige ich euch gleich nochmal. Jetzt wollte ich hier nochmal ein bisschen festzotteln und abschneiden. Und bei dem anderen Arm habe ich jetzt eine Reihe, ja, ihr seht, 2, 3, 4, 5 und 6 Reihen so in den Spiralrunden das Bündchen gehäkelt. Und wie man nachher die Spiralrunden wieder beendet, das zeige ich euch nachher, wenn ich meine 6 Reihen gehäkelt habe. Wir sehen uns also nachher einmal wieder. Okay, wenn wir unsere Reihen haben, häkle ich jetzt nochmal zum Reihenanfang. Bin da wieder ein bisschen von abgekommen. Und dann müssen wir die Spiralrunden einmal beenden. Das mache ich, indem ich erstmal 3 halbe Stäbchen häkle. Drei feste Maschen. Und 3 Kettenmaschen. So, 2 Luftmaschen und den Faden einmal abschneiden. Durchziehen und das Ganze einmal festziehen. Das ist schon ein super duper Knoten. Also wenn euch das Genähte nicht hält, der Knoten, der hält auf jeden Fall. Also ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Euer Pullover geht nicht wieder auf. Na, was mache ich denn? Ich produziere ständig Knoten. Wenn wir das einmal haben, gucken wir mal, hier habe ich noch so einen Verbund, wo ich den Pullover verbunden habe miteinander. Und dann gehen wir einmal erstmal nach unten am Ende des Pullis. Am Bauchbündchen, da gehen wir jetzt einmal hin. Da geht es einmal weiter. Und zwar nehmen wir erstmal unseren Faden auf und gehen dann unter den Arm, also da, wo ihr zusammengenäht habt, gehen wir einmal hin. Und machen da unseren Faden fest mit einer Kettmasche. So, sehr schön. Und dann 2 Luftmaschen. Und nun häkeln wir da, wo dieses Stäbchen rauskommt, immer ein Stäbchen rein. Ja, ihr seht, da kommt das raus und da häkle ich hinein. Okay, das machen wir einmal Reihe rum. Wenn wir hier hinten wieder angekommen sind, sehen wir uns gleich wieder.
So sieht das jetzt aus, wenn ich einmal ringsherum bin. Wie gesagt, immer da, wo das Stäbchen rauskam, habe ich mein Stäbchen reingemacht und so sieht das denn aus. So, jetzt gehe ich gleich rüber in Spiralrunden und häkle mein Muster. Aber erstmal gehe ich hier in den Zwischenraum und häkle ein Stäbchen. Damit bin ich jetzt in meinen Spiralrunden und kann jetzt ein vorderes und hinteres Reliefstäbchen machen. Ich starte mit dem hinteren. Ein vorderes, ein hinteres. Und damit bekommt der Pulli auch noch mal ein bisschen länger. Also, wenn ihr den gerne ein bisschen länger hättet, dann macht ihr jetzt noch ein bisschen mehr Bündchen. Und wenn er euch aber lang genug ist, dann sollten vielleicht ein oder zwei Runden schon genügen. Genau. Ich werde euch hinterher sagen, wie viel ich gemacht habe, beziehungsweise seht ihr das ja dann gleich in der nächsten Videoaufnahme. Jetzt häkle ich erstmal schön mein Bündchen. Wichtig ist, wenn wir hier ankommen, im Muster weitermachen und ja, das ist alles schick. Also wir kommen hier an, machen ein vorderes, hinteres, vorderes, hinteres, vorderes. Immer so, wie das Muster es einen vorgibt. Okay, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir sehen uns nachher. Gut. Jetzt beende ich meine Spiralrunden. Ihr seht, ich habe eine normale Stäbchenrunde gehäkelt. Ich habe einmal im Wechsel hintere und vordere Reliefstäbchen gehäkelt und das Ganze noch einmal wiederholt. Jetzt enden wir mit den Spiralrunden, indem wir drei halbe Stäbchen machen, zwei feste Maschen und eine Kettmasche. So, haben wir das Ganze beendet. Wir können auch noch eine Kettmasche machen, wenn ihr das mögt. Aber das muss gar nicht. So. Einmal. Jemand hat mir die Schere geklaut. Na toll. So. Einmal durchziehen. Und einmal festziehen. Das Ganze vernähen wir gleich. Dann müssen wir es bloß noch abschneiden. Sehr schön. Die beiden Fusseln dann bloß noch abschneiden und dann ist gut. So, jetzt brauchen wir aber hier am Halsausschnitt auch noch ein Bündchen. Da suche ich mir hinten am Rücken die Mitte und mache mir da. Da muss man sich jetzt sicher sein, was jetzt die Vorderseite wird und was nicht. Ist aber bei dem Pullover eigentlich egal. Da kann man nur gucken nach dem Blumenmuster, welches gefällt mir jetzt besser und welches nicht. Und gut ist. So. Dann gehe ich da einmal in der Mitte. Es muss nicht genau die Mitte sein, es ist egal. Hauptsache es ist hinten relativ mittig. Und mache eine Kettmasche. Mache zwei Luftmaschen. Und häkle erstmal in jede Masche ein Stäbchen.
So, hier kommt gleich das Zusammengenähte. Hier kommt das Zusammengenähte und da suche ich mir einfach das, was als nächstes als Masche durchgeht, aus. Und das ist die hier. Und da häkle ich rein. Alles, was aussieht wie eine Masche, damit arbeite ich. Und dann arbeite ich das bis rum zum Anfang, wo wir eben begonnen haben. Immer nur ein Stäbchen erstmal. Ja, so sieht es jetzt aus, wenn ich ankomme. Hier ist mein Anfang und hier ist mein Ende. Und jetzt häkeln wir wieder in Spiralrunden, indem wir erstmal in den Zwischenraum gehen, ein Stäbchen machen und jetzt immer im Muster ein vorderes, ein hinteres. Und dann könnt ihr das Ganze auch so hoch gestalten, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch einen Rollkragen draus machen. Einfach nur ohne zuzunehmen, abzunehmen, vordere und hintere Reliefstäbchen, bis das Bündchen groß genug ist. Okay, und dann, wenn wir hier hinten ankommen, immer im Muster weiterarbeiten. Ihr kennt das ja jetzt schon von den anderen Bündchen, die wir gehäkelt haben. Immer im Muster so weiter, so wie es kommt. Ja, und dann nachher noch die Spiralrunden beenden. Und dann ist unser Pulli fast fertig. Also wir sehen uns gleich nochmal wieder und beenden noch die Spiralrunden. Gut, also ich habe nur noch eine Runde von meinen Stäbchen, vorderes und hinteres Reliefstäbchen gemacht, weil ich finde, dass der Kragen so mir völlig ausreicht. Aber wie gesagt, das kann jeder so machen, wie er möchte. Ihr könnt das auch noch ein bisschen höher gestalten. Und wenn ich jetzt die Spiralrunden beenden möchte, mache ich das auch wie folgt. Ich mache wieder drei halbe Stäbchen. Zwei feste Maschen. Und zwei Kettmaschen. So, Faden abschneiden. Das habe ich in meinem Fall schon getan. Durchziehen und fertig. Das Ganze noch vernähen. Und dann ist euer Pulli schon wieder fertig. Eigentlich gehen die super leicht und sind auch schnell gemacht und ruckzuck hast du eine schöne Pulli-Kollektion in verschiedensten Mustern. Ihr könnt da natürlich, ihr müsst da nicht Gänseblümchen rein häkeln, ihr könnt da auch ganz viele andere schöne Sachen rein häkeln. Oder ihr macht gar kein Muster und ganz viele verschiedene Garne. Ihr müsst das auch nicht mit Bobbeln häkeln, ihr könnt das generell auch mit anderen Garnen häkeln. Nadelstärke immer darauf achten, was der Hersteller der Garne, die ihr verwenden möchtet, angibt oder was ihr gewohnt seid, wenn ihr schon viel gehäkelt habt, dann habt ihr eine Wohlfühl-Häkelnadel-Stärke, mit der ihr wunderbar häkeln könnt. So sieht mein Pullover jetzt fertig aus. Wenn ich, hier unten habe ich mir was verzogen. Oder die Katze, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ganz leichtes Muster, nur am Körper. Ja, ich freue mich drüber. Ich mag diese Art von Pullovern, die sitzen immer super. Jo, ich freue mich einfach. Der sieht wieder richtig schick aus, richtig kuschelig.
Ja, mit den Löchern wahrscheinlich mehr ein Sommerpulli, aber ich trage den auch im Winter unter meinen Kleidern und über meinen Kleidern, nicht unter meinen Kleidern. Ja, ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns Däumchen, Kommentare und Abos da lasst und wenn ihr jeden Donnerstag zu einem neuen Tutorial eventuell vorbeischaut. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.